Ein Lightning Talk zum Thema: Die Cloud hat Open Source gefressen. Die Cloud hat Open Source gefressen, gib sie wieder her, gib sie wieder her. Jetzt ist mir die Musik rausgegangen, ist vielleicht auch wirklich besser so. Also nochmal, die Cloud hat Open Source gefressen. Die Cloud lebt und ernährt sich von Open Source, das ist ein Fakt. Amazon, Google, Facebook, Twitter und so weiter wären alles ohne Open Source überhaupt nicht möglich. Die Frage ist jetzt, ob dieses Cloud-Modell, das Open Source-Modell irgendwie auch möglicherweise beschädigt. Um das genauer einzusehen, gucken wir uns mal Elastic an, Mapbox und Google. Elasticsearch ist ein wirklich ausgefuchster Suchalgorithmus und Elastic, die Firma dahinter, stellt jetzt die Lizenz um, schon vor einer Weile, von Apache 2.0 auf die SSP 1.0. Und die Begründung der Umstellung war, dass Software-as-a-Service-Anbieter wie zum Beispiel Amazon Gewinne machen und davon aber nichts abgeben, um diese Open-Source-Software weiterzuentwickeln. Was ist jetzt diese SSPL? Die SSPL schreibt vor, dass SaaS-Anbieter ihren gesamten Stack veröffentlichen müssen. Das klingt erstmal super. Das ist richtiges Open Source. Nein, ist es nicht. Die Server-Side Public License ist von der OSI nicht anerkannt und zwar mit guten Gründen. Und da gibt es auch sehr viel Literatur im Internet, warum das keine gute Idee ist. Denn interessanterweise sind auch die Leidtragenden nicht Amazon und Co., sondern regionale Anbieter, öffentliche Verwaltung, Non-Profits, alle, die sich nicht wie Amazon eben mal 50 Entwickler hinsetzen können, um selber so eine Lucene-Software aufzugraden in eine Elasticsearch. Der Ursprung von Elastic? Elasticsearch wurde auf der Basis von Lucene entwickelt und ratet mal, was das ist. Jawohl, Lucene ist Open Source unter der Apache 2.0 Lizenz. So, warum also wirklich? Weil Elastic ein 450 Millionen US-Dollar schweres Unternehmen ist und seinen Investoren jedes Jahr neue Gewinne abliefern muss. So einfach ist das. Es geht hier um Gier. 2. Mapbox GLJS. Umstellung der BSD 3-Clause-Lizenz auf ein proprietäres Lizenzmodell. Das hat uns direkt getroffen in der ADV, wo wir gerade Vektorteils rechnen und also diese Bibliothek nutzen. Und auch hier ist die gleiche Motivation, nämlich alle Mapbox GLJS API-Zugriffe werden dem Konzern gemeldet. Das macht ja auch irgendwie Sinn, wenn ab bestimmten Zugriffen, wenn jemand 50.000 Zugriffe im Monat verursacht und diese Kacheln abgezogen werden, muss das irgendjemand bezahlen. Aber hier gilt das jetzt auch ohne Kartenkacheln oder Dienste, einfach nur für die Nutzung der Software. Und damit ist das kein nachhaltiges Wirtschaften mehr, denn das Preismodell kann sich jederzeit ändern, die Lizenz kann sich jederzeit ändern, sogar die Bedingungen der Nutzung können sich ändern. Es kann sein, dass einfach irgendwann diese Lizenz, diese Software gar nicht mehr genutzt werden darf. Warum tut das Mapbox? Es ist auch ein 100 Millionen US-Dollar schweres Unternehmen, zumindest 2019, und seine Investoren möchten auch jedes Jahr neue Gewinne haben. Schon wieder Gier. Alternativen, ja, die gibt es. MapLib wurde geforkt aus der letzten Open-Source-Version und da müssen wir jetzt mal gucken, ob dieses Projekt tatsächlich nachhaltig weiterentwickelt werden kann. Oder es gibt noch andere wie DeckGL, die sind zwar noch nicht so weit, aber es könnte ja noch werden. Google, ein Cloud-Pionier und sicher nicht der Liebling aller, aber sie stellten 2016 ihre Cloud-Technologie ins Netz, Kubernetes. Wieso das? Das war eigentlich ein internes geheimes Projekt unter dem Decknamen Borg, in dem 7of9 entwickelt wurde und daraus wurde dann Kubernetes. Nein, ich habe mir den Namen nicht ausgedacht, Google hat das selbst gemacht. Diese Story lohnt es sich mal zu lesen, wie es dazu gekommen ist. Warum nämlich? Weil die Software schneller besser wird, wenn man sie Open Source stellt. Google außerdem damit die Kosten in seinen eigenen Rechenzentren reduzieren konnte und die Entwicklungskosten für diese Software sich auf mehrere verteilen. Aber das Wichtigste wahrscheinlich überhaupt, Kubernetes wird Teil von Distributionen und damit entsteht ein Ökosystem von unterschiedlichen Nutzern, die eben alle dazu beitragen, dass dieses Projekt weiter existiert und sich entwickelt. In der Zusammenfassung, Open Source funktioniert. Achte auf eine diverse Community, prüfe die Copyright-Inhaber und halte deinen Stack sauber. Wenn irgendeine Software da drin von Open Source mal umkippt und proprietär wird, schmeiße raus und hol dir was anderes. Das ist nachhaltiges Investieren.
Mein Name ist Arnulf Christel. Ich arbeite als Senior Consultant bei der Trestis GmbH und Co. KG mit Sitz in Bonn in Deutschland. Ich bin Agile Coach unter dem Label Metaspatial, ein Ex-Borg und Buddhist. Damit bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit, wünsche eine ganz hervorragende Konferenz und bleibt sauber. Bis dann.